Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich heiße Steffi Waldner-Scharf und komme aus der Nähe von München aus Poing und bin Stampin' Up! Demonstratorin. Das heißt, alle Produkte, die du in diesem Video siehst, kannst du im Shop bei mir bestellen. Du gehst in die Infobox auf meine Seite. Bei Jetzt Shoppen kommst du in den Shop und wenn du den Code im Warenkorb einfügst, kriegst du am Ende des Monats eine kleine Überraschung zugeschickt. Genau, und damit du auch immer den aktuellen Code hast, schau doch einfach auf dem Kanal das aktuellste Video, da hast du dann auch immer den aktuellen Code. So, jetzt geht's los. Wir wollen heute eine kleine konische Box basteln. Das ist eine Box, die nach oben hin ein bisschen schmäler wird hier. Ich finde das sehr hübsch und sehr faszinierend. Habe hier eine ganz tolle Anleitung von der Marina Stilper. Zitronenfalterreich heißt ihre Seite und wir legen auch schon los. Also wir wollen 14,5 cm schneiden wir uns hier bei einem DIN A4 Blatt ab und die Länge, also unsere neue Länge hier, kürzen wir auf 17 cm. Genau, jetzt wird die kurze Seite angelegt und bei 4 cm und 10,5 cm gefalzt. Jetzt legen wir die lange Seite an und falzen wieder. Bei 4. Bei 8, bei 12 und bei 14,5 cm. Für die Klebelasche die lange Seite anlegen und bei 3 und 9 cm falzen. So, jetzt schauen wir mal. Also die lange Seite anlegen und bei 3, naja, jetzt weiß ich es. Das ist nur die Markierung der Klebelaschen. Das könnt ihr aber auch später frei benutzen. Einfach frei abschneiden. Ich markiere mir hier 3 und 9 cm, damit wir ungefähr wissen, wo wir falzen müssen. Genau, also für die Markierung der Klebelaschen, da haben wir uns jetzt hier rechts und links so eine Markierung gemacht. Bei 3 und bei 9 cm oben und unten einfach die äußere Falz hier falzen. Also den äußeren Bereich. Und dann wird das Ganze zugeschnitten. Okay, hier haben wir zwei geteilte Sequenzen. Und dann 3 gleich lange und wir fangen an den Seiten und schneiden. Das könnten wir fast mit dem Schneidebrett auch machen, weil es wirklich viel ist. Also dann legen wir uns nochmal diese Linie hier in die Schneiderille und wir schneiden, wenn ihr die kleinen Segmente unten habt, schneidet ihr über 1, 2 Falzlinien drüber und bei der dritten stoppt ihr. Das machen wir auf der anderen Seite auch. Das sind 4 cm, die ihr da anlegen müsst. Dann müsstet ihr genau auf der Kante sein. Und wir brauchen wieder diese zwei Kanten, Falzlinien, wo wir drüber schneiden, bis zur dritten. Und da schneiden wir hier die Klebelasche, wo wir uns so eine Falzlinie gesetzt haben als Markierung. Die lassen wir natürlich dran. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu verwirrend gesprochen. Also die Klebelasche wird dran gelassen. Auf der einen Seite eine Klebelasche und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch noch.
Hier wird die Klebelasche rausgeschnitten. Auf der anderen Seite auch. Und perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch die Mitte hier zu markieren. Das waren ja 4 cm mit einem Faltstift. Das heißt, wir markieren bei 2. Bei 2 wird markiert. Und zur unteren Ecke gefalzt. Das machen wir bei beiden Klebelaschen, damit wir ein bisschen Platz für die Verengung haben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Perfekt. Jetzt wird gefalzt. So schaut jetzt euer Stück aus am besten. Box und erst falzen. Ich habe mich hier für blau entschieden. Natürlich dekorieren wir die Box auch schön. Ich wollte sie gerne im Meeresdesign für Sommer passend dekorieren. Wir haben ja hier die schönen Schildkröten. Und ich habe ein ganz tolles Designerpapier noch gefunden. Wird ein richtig hübsches Böckchen. Genau, erstmal die Kanten hier nachfahren. Das ist ja Farbkarton. Das heißt, wir können auch feste drücken. Hier die schrägen. Die können wir jetzt erstmal so nachfahren, aber bei denen ist es wichtig, dass die nach innen gefaltet wird, dieses Dreieck hier. Also dieses Dreieck geht nach innen rein, das heißt, diese äußeren Dreiecke werden drauf gefaltet. Genau. Jetzt geht es hier in diese Richtung. Die Kanten küssen sich. Nein, so wird es dann zusammengeklebt. Rechts und links die Klebelaschen. Kleben wir hier an. Aber wir können auch. Ach nee, wir kleben erst an. Und machen dann das Designpapier drauf. Oh. Will es nicht. Hier ist es. Ich nehme mir mal vor, dass ich mal erst, aber ich habe eigentlich geguckt, dass alles durchgängig ist, aber bei dem Wetter gehen die schnell zu. Also, hier wird genau an der Kante nach oben die Klebelasche befestigt und hier auch. Bisschen andrücken, bisschen mehr andrücken, kann natürlich auch es hinlegen und ein bisschen mit dem Falzteil reinfahren. Vielleicht ist es einfacher, wenn man hintereinander den Kleber aufbringt und nicht gleich an alle Vieren. Und da seht ihr schon, wie schön sich das hier einklappt. Man könnte es jetzt auch so basteln, dass es eine Dreiecksbox wird, dann einfach das Äußere wegschneiden. Aber wir wollen hier so eine schöne konische Form haben und diese kleinere Oberfläche und die größere untere Fläche schaut echt toll aus. Sehr faszinierend, aber finde ich auch toll, dass sich das innen so schön anpasst. So. Jetzt haben wir hier für unsere schöne konische Box
wunderschönes Designpapier. Ich schau mal, dass ich das, ich was finde an Streifen, was hier besonders gut passt. Das gab es letztes Jahr schon mal als Vorverkaufsdesignerpapier von vom Jahreskatalog, meine ich. Und jetzt gibt es gerade aktuell ein ganz neues Kartenkomplettset, auch mit so einer ähnlichen, das sind glaube ich so wie Marmorieren. Das sind hier so Lack-Marmorierfarben, die ineinander gelegt wurden. Jetzt messen wir uns das Ganze mal aus fürs Designerpapier. Oh, alles schief und krumm. Bitte wieder auf Ihre Plätze. Also wir brauchen auf jeden Fall 6 cm Breite. Unten braucht man nichts, aber vorne und hinten 3,5. Also ich nehme jetzt, ach, das hier ist doch hübsch. Also wir haben gesagt 6 cm in der Breite. Zweimal 3,5. Das ist für vorne und hinten. Ihr könnt natürlich auch selber euch Designerpapier bestempeln oder es auch gleich aus Designerpapier. Also heute ist ein schlechter Tag zum Kleben. Alle guten Dinge sind 3. Ja, da kommt was raus. Sehr gut. Und ihr seht, wie hübsch das gleich wird, wenn man es ein bisschen dekoriert. Was geht rein? Hat eine gute Größe für alle kleinen Süßigkeiten, die man so einzeln verpackt kaufen kann. Ist nicht ganz mini, aber ihr seht, ein bisschen kleiner als eine Handfläche, würde ich jetzt sagen. Ist auf jeden Fall eine gute Größe, um es auf den Platz zu legen oder als kleines Geschenkchen. Nicht so klein, dass jemand das verschlucken könnte, aber auch nicht so riesig, dass man sich denkt, oh Gott, wie soll ich es jemals füllen? Hier haben wir 2,5 cm, also 2 cm. Wir haben wieder 6,5 und dann 2 cm. Ich schneide es auf der anderen Seite, weil ich mich viel leichter tue für die beiden kleineren Laschen. Und im Anschluss brauchen wir dann noch eine Banderole. Ach, sehr hübsch. Ist auch total gut geeignet für Armbänder. Sehr kleine Seifen. Was könnte man denn noch verschenken? Glückssteine. Das ist auch, kleine Glücksbringer sind da drin auch gut aufgehoben. Natürlich kann man auch Geld. Geld ist dankbar. Dann kriegt man in jede Kiste. Perfekt. Und jetzt brauchen wir, ich weiß nicht, ob das mir durchgeht, ob das nicht zu kurz wird. Ich werde es tatsächlich, ah, hier haben wir einen schönen Streifen. Oh ja, der passt gut. Der ist von der Länge, damit ihr ein bisschen eine Orientierung habt, auch wieder 2 cm. Ich lege ihn jetzt mal hier mittig an. Genau. Da, wo er geknickt werden muss, wird einmal drüber gefalzt. Knick's mir jetzt immer Knick für Knick einmal rum, mittig bleiben, gerade knicken und andeuten an der Kiste, hier feste zusammendrücken und einmal falzen, und so erarbeiten wir uns eine sehr individuelle Banderole.
Hier müssen wir noch den letzten Knick und dann wird abgeschnitten. Genau, und dann bräuchten wir natürlich noch ein Schildkrötli. Könnt ihr jetzt einfach mit einem kleinen Spruch dekorieren, am besten auf die Banderole kleben, ist auch muss ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter. So. Dass es hier locker anliegt. Genau. Hier habe ich ganz schöne Etiketten, aber die sind fast ein bisschen groß. Gucken wir mal. Eine kleine Schildkröte vielleicht vorne dran. Es gibt erstaunlich viele kleine Schildkrötenfans hier im Freundeskreis. Wahrscheinlich meinen die zwar nicht Meeresschildkröte, aber im Sommer ist für Schildkrötenfans auch eine Meeresschildkröte bestimmt willkommen. Ich würde mich hier jetzt an Limette halten. Ist ja vom letzten Jahr, da ist es zwar nicht drin, aber es ist ja total fresh. So, das sind jetzt halt Wendestempel. Das seht ihr hier, dass ihr immer die Fläche habt und eine Fläche mit Muster. Und ich wollte eigentlich das Hellgrüne gerne als Muster haben, weil die Mette sich natürlich super eignet, um noch was, eine dunklere Farbe drauf zu stempeln. Also hier einmal drauf mit ihr. Da haben wir schön den Schatten, die Silhouette. Das ist ein tolles Wort. Und wir drehen uns. Muss man immer gut gucken, welche Seite man jetzt abstempelt. Hier kommt jetzt wunderschön die Maserung quasi drauf. Das die gleiche Prinzip haben wir hier bei mehreren Stempeln. Das ist zum Beispiel der Seestern, der sich sehr schön füllen lässt. Dann ein Seeigel gibt es. Ich finde das wunderschön, braucht man nicht kolorieren. Ist aber in sich so toll, dass man mit Farben spielen kann, die miteinander reagieren. Das ist ja jetzt Karibikblau gewesen und ist aber eigentlich ein dunkleres Grün geworden, zusammen mit dem helleren Grün. So kann man wunderschöne Effekte erzielen. Man kann natürlich auch die Füßchen der Schildkröte anders kolorieren wie den Panzer. Da gibt es dann, haben wir auch eine große Schildkröte, da geht das dann vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher. Okay. Ich würde das Schildkrötchen hier bergauf schwimmen lassen. Wieder mit Flüssigkleber. Jetzt brauchen wir vielleicht noch einen sehr kleinen Spruch. Ich gucke mal so hinter mich, was es da gibt. Was sehr Süßes ist hier, dass ich hab dich lieb. Was auch Süßes ist, Glückwunsch. Wir haben ja so ein paar erfolgreiche Schulabsolventen. Da weiß ich auch jemanden, der sehr gerne Schildkröten mag. Wir probieren das mal, ob es nicht zu groß ist. Das ist elegant floral. Das ist jetzt eine kleine Sneak Peek. Kommt bald im September im Winterkatalog. Könnt ihr dieses Stempelset treffen? Und hat eben dieses wirklich schöne Glückwunsch. So simpel, so schön, so
unheimlich flexibel. Jetzt habe ich hier natürlich leider den Rand abgestempelt. Das schneidet man einfach ab. Bisschen zu breit, ne? Schneiden wir ein bisschen dünner. Ja. Jetzt gucke ich mal. Nicht so schön geschnitten, wie es hätte können, ne? Mach mal einen neuen Versuch. Das ist doch hübsch. Manche Leute können unheimlich gut gerade Wörter ausschneiden. Ich leider nicht. Oder ich kann es besser, wahrscheinlich nicht im Video und in Ruhe. Aber Gott sei Dank haben wir immer viele, viele Streifen, die beim Basteln hier so anfallen, sage ich mal. Glückwunsch! Ach, das ist aber süß. Da werde ich gleich noch ein paar mehr machen. In 2 Tagen ist Abschlussball meiner Tochter und da sind ja schon Kinder, die wir sehr lange kennen und die auch sehr viel bei uns waren, die ganze Schulzeit. Und vielleicht kriegen die ein paar Schokobons mit so einem kleinen Schächtelchen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die sich unheimlich über so Kleinigkeiten freuen. Und jetzt wünsche ich euch einen tollen Tag. Ich hoffe, euch gefällt dieses Goodie hier. Der Clou ist eigentlich von der Seite am besten zu sehen. Und ihr bastelt's nach. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich markiert, damit ich eure Variationen sehen kann. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Es wäre super toll, wenn ihr mir noch einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar und ein Abo da lasst, damit ihr keine der Videos mehr verpasst. Und ich freue mich schon, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!